Herr Präsident, meine Damen und Herren, zur sexuellen Vielfalt, Frau Senatorin. Als die Initiative vor wenigen Jahren begann, wurde sie von allen gelobt. In der Zwischenzeit ist sie leise weinend eingeschlafen. Und es betrifft nicht alleine den Einzelplan 09, das betrifft alle Einzelpläne, aber Frau Kohlert, die Gesamtverantwortung liegt bei Ihnen. Es wurden Anträge angekündigt, 8 an der Zahl im Jahr 2014 zur Fortschreibung der Initiativen sexuellen Vielfalt. Was ist passiert? Im Juni waren 2 abgearbeitet, der Rest liegt bis zu dem heutigen Tage immer noch nicht vor. So viel zu dem Schwerpunkt Initiative sexuelle Vielfalt. Und ich füge noch hinzu, von LSBTI wird in diesem Zusammenhang gerne geredet. Passiert ist nichts und nicht ein Cent haben Sie eingestellt dafür. Partizipation und Integration. Gestern vor 5 Jahren wurde das Partizipations- und Integrationsgesetz beschlossen. Und wir stehen heute in etwa an dem gleichen Punkt wie vor 5 Jahren. Es wurde beschlossen, nichts ist passiert. Auch dieses Gesetz wurde in einen Dornröschenschlaf gelegt und da schläft es so vor sich hin und es passiert nichts. Und an dieser Stelle möchte ich mal sagen, wir reden über ein Gesetz und wir reden darüber, dass ein Senat ein Gesetz einfach nicht umsetzt. Und auch das, Frau Senatorin, ist nicht alleine Ihre Schuld, aber die Partizipation und Integration und dieses Gesetz liegt in Ihrer Gesamtverantwortung und Sie gucken sich das einfach an. Und ich finde, das ist ein Skandal, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es die migrantischen Communities waren, die damals diesen Gesetzentwurf vorgeschlagen haben und dieses Gesetz wollten. Und wenn Sie, Herr Träger, sagen, dass eine Regelförderung der Kiezlotsen angefangen hat, ja, das stimmt und auch das bewerte ich positiv. Und ich weiß auch, dass das ein schwieriger Schritt ist, vor allem weil öffentlich geförderte Beschäftigung von der Bundesebene weggefallen ist. Aber dass Sie die Gemeindedolmetscher haben einfach eingehen lassen, das finde ich katastrophal. Weil Sie haben schon noch mal einen besonderen Ansatz erfolgt. Und wenn das jetzt wieder alles zurückgedreht wird, Entschuldigung, auf die Ebene, dass Kinder mit ihren Eltern zu den Ärzten gehen müssen und dort übersetzen müssen, finde ich, sind wir einen großen, großen Schritt zurückgefallen im Vergleich zu den letzten Jahren. Und zum Schluss noch mal, falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, Partizipation spielt in dem Zusammenhang von Integration überhaupt gar keine Rolle mehr. Auch das bewerte ich als einen sehr großen Rückschritt und ich finde, Sie haben damit einen Teil der Kultur in dieser Stadt, einen Teil des Dialoges in dieser Stadt aufgegeben und sind zurückgekehrt zu einem paternalistischen Politikmodell. Und dieses Politikmodell werden wir nicht unterstützen.